Die Besonderheit von Mobilfeld ist, dass wir erstmals auch private Autofahrerinnen und Autofahrer mit ihren Fahrten von A nach B hier in das System mit reinholen. Also kurz gesagt funktioniert es eigentlich so, dass wir einen Sammeltaxi-Fahrplan zur Verfügung stellen, wo man jede Stunde aus dem Hauptort in die kleinen Orte und Stadtteile gelangen kann, aber Sie als Privatperson mit Ihrem Auto, mit Ihren Fahrten für uns diese Fahrten übernehmen können und Ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem Ort mit nach Hause fahren oder in die Stadt bringen, zum Bahnhof oder zum Einkaufen. Das ist so die kurze gefasste Grundidee von Mobilfeld, die wir hier entwickelt haben in der Region. Mobilfeld funktioniert über ein Buchungssystem. Alle Fahrten, die angeboten werden können von den Fahrerinnen und Fahrern, aber auch von den Mitfahrern, die Fahrgäste, können selbstständig im Internet gebucht werden. Dort haben wir eine Buchungsplattform, wo sie sich die Verbindung raussuchen können und entsprechend sagen können, ich bin in der kommenden Woche vormittags von 9 bis 12 Uhr stehe ich zur Verfügung und biete meine Autofahrten an, oder ich möchte am Donnerstag um 16 Uhr zum Arzt fahren, nach Herleshausen zum Beispiel. Das können Sie sich in dem Buchungssystem heraussuchen und entsprechend Ihre Fahrten buchen oder auch wieder stornieren oder absagen. Die Möglichkeiten bietet dieses Buchungssystem, was wir vorher nicht hatten. Und das ist eine große Neuerung, die wir hier einrichten konnten, dass wir auf einer Plattform für jeden zugänglich im Internet dieses Verkehrsangebot darstellen können. Bei der Nutzung des Systems ist es so, dass über 80% der Leute ihre Buchungen tatsächlich telefonisch mit unserer Mobilitätszentrale in der Kreisstadt Eschwege abwickeln. Das heißt, nicht einmal 20% machen es selbstständig im Internet, buchen dort ihre Fahrten, richten sie ein oder bestellen die nächstmögliche Verbindung. Dort wollen wir wirklich noch einen größeren Schritt auch erreichen. Und zwar versuchen wir, die Funktionalität zum Beispiel auf Smartphones, auf Tablets zu erleichtern. Wir haben bisher nur eine herkömmliche Desktop-Anwendung, die man am PC sehr gut bedienen kann, aber von unterwegs, und es geht ja hier um Verbindungen, wo man unterwegs ist, eben nicht so gute Möglichkeiten hat, das System zu bedienen. Und da wollen wir schauen, in 2016 noch diesen Schritt zu gehen, dass es leichter bedienbar wird und wir vor allen Dingen vielleicht auch bei jüngeren Kunden einen größeren Zuspruch erfahren würden. Das möchten wir noch in der kommenden Zeit umsetzen. Was allerdings auch schwierig ist, ist die Netzabdeckung, wenn Sie unterwegs sind mit dem mobilen Internet hier im ländlichen Raum, gerade wenn Sie auch eine topografisch etwas anspruchsvollere Landschaft haben mit Bergen und Tälern, ist oft die Erreichbarkeit in manchen Ortsteilen nicht gegeben, sodass wir da durchaus auch an Grenzen stoßen und deshalb möglicherweise auch viele Leute den herkömmlichen Weg des Telefons, des Festnetzes nutzen, um ihre Fahrten zu bestellen. In vielen Bundesländern ist es ja der Fall, dass die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs immer schwieriger wird. Gerade in den vergangenen Monaten wurde über die sogenannten Regionalisierungsmittel gesprochen, wie die Bundesländer sich das Geld des Bundes aufteilen. Das heißt, man muss wirklich schauen, ob man mit der Ergänzung vorhandener Systeme, Bus- und Bahnverkehre, Taxiverkehre, weiterhin einen attraktiven Nahverkehr in der Fläche auch anbieten kann. Und es wird vermutlich sehr schwierig sein, im Stundentakt bis in kleine Orte hinein mit Bussen, mit Linienbussen, mit Kleinbussen zu fahren, sodass wir schauen, eben mit privaten Fahrzeugen, mit den Autos, die ohnehin unterwegs sind, hier einen Zusatznutzen gewinnen können. Es gibt ja viele bundesweit agierende Mitfahrbörsen, wo man von Eschwege nach Hamburg Fahrten suchen und finden kann oder auch von Göttingen nach Hannover-Schmünden. Und hier möchten wir halt auf kleinteiliger Ebene innerhalb des Landkreises, innerhalb einer Stadt und einer Gemeinde auch vor Ort kleine Verbindungen anbieten. Und unser Projekt findet bundesweit große Beachtung. Wir sind schon in vielen Landkreisen und Bundesländern gewesen, haben es dort vorgestellt, weil viele Regionen mit diesen Finanzierungsproblemen zu kämpfen haben.